Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Weidenau sind am Dienstagnachmittag vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr gegen 13 Uhr von Dreis-Tiefenbach kommt die Tiefenbacher Straße und beabsichtigte nach links auf die obere Dorfstraße in Richtung Börbach abzubiegen. Durch Sonnenstrahlen geblendet übersah der 53-jährige ein entgegenkommendes Fahrzeug. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Wagen eines 43-jährigen Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls wurden außerdem der 47-jährige Beifahrer des Unfallverursachers sowie ein 4-jähriges Mädchen, das in dem Auto des 43-jährigen saß, schwer verletzt.